sechs, sieben Stunden bis Dunkelheit. 11 Grad, sehr schön, die Temperatur hat sich halbiert. Gut, gibt's hier noch was? Nee. Ich habe das Gefühl, die Frau rennt etwas schneller als der Mann. Kann das sein? Ist sie leichtfüßiger? Wie gesagt, zweimal jetzt schon so ein Abhang runter gehüpft und nichts verstaucht. Ne? Condition-Einbuße. Überall nur diese Holzabgrenzungen. Sind Raben eigentlich ein Anzeichen für irgendwas? So ein Schwarm kreisender Raben? Fluch oder Wegweiser? Ah, Lichtung. Trotzdem würde es mich interessieren, über was diese Graben da kreisen. Nee, lassen wir das. Und gerade überlegt, ob sich das lohnt, eventuell hier eine Abkürzung zu nehmen. Wieder so eine kleine Brücke. Und da ist definitiv eine Straße. Also den Berg hier erklimmen werde ich schon mal definitiv nicht mehr. Ich denke mal, der Weg, der hinter uns liegt, der bleibt auch hinter uns. Damit liegt das herrliche Ziel direkt vor unserer Nase. Ja, die Temperaturen wieder angezogen. Da sind Hütten, auch so Fischerhütten oder so. Aber ich bleib mal hier an der Uferseite. Ja, da vorne ist auch irgendeine Struktur. Ey, guck mal, wie die abgeht. Also ich würde mal sagen, dass die Frau schneller rennen kann als der Mann. Mehrere Witten. Ach, guck mal, ein Schrank. Hab ich ja noch nie gesehen. Schrank. Ein Bestes, sehr schön. Also, unsere war 0,8. Das gibt's ja gar nicht. Aber die Wäsche, die müsste zusätzlich angehen, ja.
This will come in handy. Ich würde mir was von dem Glas hier, von dem Keramik hier mitnehmen. Und sei es nur, um eine Scherbe daraus zu machen, als um es als irgendwie als notdürftiges Werkzeug zu benutzen. Oder wie auch immer. Finden einige Zeitungen. Ein Antiseptikum. Der Spiegel lässt sich nicht öffnen. Hier keine Interaktion. Voll das verlassene Haus hier. Toilette? Nee, ne? Noch nicht. Ja, machen wir lieber die Fridge auf. Ja, toll, noch nicht mal ein Stück alter Käse im Kühlschrank, aber ich soll Klobasser saufen. Das ist doch... Leere Dosen! Na, wenn die leeren Dosen schon auf dem Tisch stehen, was soll denn noch da unten drin sein? Never know. Might have been useful. Na gut, na schön. So, Shrink and Food Condition. Her damit. Was liegt eigentlich da hinten? Nichts. Also die Vormieter haben sauber hinterlassen. Ja. Essenstechnisch gesehen wird sich hier keine Maus reintrauen. Noch einmal umgucken. Ah ja. Sehr viel lieber dieses Wasser als dieses. Aber meine Fresse, man muss es ja mitnehmen, ne? Bitte erzählt nicht meinen Kindern, zu was ich gezwungen war. Aber jetzt muss sollen der Überlegung sterben oder Klobasser. Hatchet. Und sogar noch 85%. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wer würde nicht aus einem Klo saufen, bevor er stirbt? Mittens. Sehr gut. Na, wenigstens läuft's im Schlafzimmer, wenn's mit der Axt ist. We can use this. Jeans. Ah, läuft. Jetzt fängt's an, jetzt läuft's. Ja. Ja. Best be prepared for anything. Noch ein Schal. Im Haus könnte man sich ja fast niederlassen. Was ist jetzt das für eine Weste? Ja, die ist garantiert kälter, die hat ja keine Ärmel.
So. I'll take it. Ein Winterpullover. Boah, dreckig. Ja. Last but not least. Und nochmal Cotton Socken. Ja. Dann machen wir hier mal einen Modelwettbewerb. Oh, was sehen wir hier noch? Eine Flair. Hm, this will come in handy. 13 Uhr. 21 Kilo. Da wurden sie bestimmt jetzt 8, 9 Kilo, 10 Kilo Klamotten. So. Wir haben an eine Daunenweste. Diese Cotton Socks 0,1, da waren unsere. Diese 0,2. Und wir haben die Wollsocken. Okay. Die Mittens, mit Sicherheit. So. Was ist das jetzt für eine Weste? Die hat 0,4. Wäre besser als die, aber das Winterding, der wird's wohl. Cargo Pants plus 0,9. Wir haben Jeans mit 0,4 gefunden. Ach du meine Güte. Oh, die Jeans hier haben auch 0,9. ...63% Windbonus 0,3. Cargo Pants. So. Das mal hier anlegen. 0,8, 0,9. Jupp, der wird's. Ich weiß, ich rede mit mir selbst. Tut mir leid. Nee. So. Basic Clothes haben 0,9, Mittens haben 1. Instant West, Saints. Gut. Gut. Zeit 13 Uhr sollten wir eigentlich noch nutzen. No, could end up being useful. Huch, den habe ich schon durchsucht, den Schrank. Nochmal mittens. Jetzt los. Die haben 1,5. Ja, jetzt geht's aber los. Basic Wintercoat. Wo ist denn diese Wollmütze? Den haben wir an. Gut. 40 Kilo passen da rein. Donnerwetter. So. Dann
als nächstes. Hat der da. Der hat das Klowasser und das andere Wasser zusammengekippt. Also, sie. Ich war das nicht. Ich habe auch gerade ein bisschen Respekt vor der Frau verloren. Ja, Headshotten müssen wir weg. Oh, verdammt, das hat er jetzt. Da hat Stolz garantiert die Axt abgenutzt, oder? Na, 2%. Okidoki. Können wir hier eigentlich auch in die Kirchen machen? Da. Ofen vergessen aufzumachen. Hochschränke vergessen aufzumachen. Naja, die sind so sauber wie der Rest der Küche. Hm. Oh. Okay. Sehr. Okay. Da ist nichts mehr drin. Oh, was ich jetzt hier alles gesehen habe, ne? Aber nicht untypisch. Der Mensch vergisst gerne nach oben zu schauen. Ja, definitiv. Ja, kippst zum anderen Mal.